Die erste Frage, die uns hier im Live-Chat erreicht, kommt von Carla Meinberg und sie will wissen, was ist eigentlich derzeit das Problem im Grenzgebiet? Ja, und letztlich weiß ich gar nicht, ob mein Problem die Sache da eigentlich so richtig umreißt. Wir leben jetzt mittlerweile schon seit mehr als 2 Wochen. Am Freitag werden es die 3. Proteste sein. Das Aufeinandertreffen einer neuen Form, möchte ich es eigentlich nennen, des palästinensischen Protestes, nämlich dass Palästinenser in großer Zahl ins Grenzgebiet gehen. Diese Proteste waren als friedlich angekündigt. Der sogenannte Marsch der Rückkehr, also dieser Marsch der Rückkehr bezieht sich thematisch eben auf die Vertreibung und Flucht von Hunderttausenden von Palästinensern nach der israelischen Staatsgründung 1948 und dem dann folgenden Krieg nach dem Angriff der arabischen Nachbarn. Und das sind eigentlich die Proteste, die wir jetzt eben erleben. Und das Problem, nach dem Frau Meinberg fragt, entsteht daraus, dass diese Proteste eben auf die israelische Grenze stoßen und dass Israel gesagt hat, wir können nicht zulassen, dass versucht wird, die Grenze zu durchbrechen. Das ist eben auch die konkrete Sorge der israelischen Behörden und der Armee. Und dass Israel diese Grenze verteidigt und eben auch mit scharfer Waffengewalt verteidigt, dass diese Proteste nicht komplett friedlich verlaufen und dass wir deswegen schon eine ziemlich schlimme Bilanz haben, muss man sagen, nach 2 großen Protesten dort am letzten Freitag und schon am Karfreitag. Und die Palästinenser haben angekündigt, weiter zu demonstrieren bis zum 14. Mai. Das ist der Tag der Staatsgründung Israel vor 70 Jahren, wobei es da auch unterschiedliche Kalender gibt. Das könnten wir vielleicht bei der Gelegenheit auch mal klar machen. Die Israelis begehen die Feierlichkeiten schon vom 18. bis zum 20. April in diesem Jahr nach dem jüdischen Kalender. Aber es war eben damals der 14. Mai und bis zu diesem Zeitpunkt wollen die Palästinenser weiter protestieren. Ich denke, wir werden auch jetzt am kommenden Freitag wieder blutige Auseinandersetzungen leider erleben. Und wir werden sicherlich auch einmal mehr erleben, dass die Palästinenser in großer Zahl kommen. Wie viele es nun genau werden, ob die Proteste in dieser Größenordnung anhalten oder das mal ein bisschen weniger sein wird, das muss man alles abwarten. Aber man muss an der Stelle natürlich auch noch sagen, Steine, die man gesehen hat, also Steinwürfe, Molotow-Cocktails, brennende Autoreifen, das ist ein Teil dieser Proteste, das ist auch ein sehr bildgewaltiger Teil dieser Proteste, das ist der Teil dieser Proteste, der den israelischen Sicherheitsbehörden Sorgen macht. Was aber diese Proteste auch sind, ist eben, dass Frauen, Kinder, viele Menschen aus Gaza völlig friedlich auf der anderen Seite der Grenze eben stehen, marschieren. Auch das gehört mit dazu und auch das ist Teil dieser Aktion und werden wir vielleicht eben auch in Zukunft weiter so sehen, jetzt in den nächsten Wochen. Wir haben eine Frage. Evelyn Olszewski möchte wissen, warum können die Palästinenser nicht friedlich demonstrieren? Und in dieser Frage liegt natürlich schon sehr viel drin. Denn, Frau Olszewski, das ist ja die ganz große Diskussion, welcher Teil der Demonstranten, Protestierenden war denn tatsächlich friedlich? Waren unschuldige, friedlich demonstrierende Zivilisten, die dann erschossen wurden von den Israelis? Und welcher Teil war gesteuert von der Hamas, von der radikalen Islamischen, die von der EU und auch den USA als Terrororganisation eingestuft wird. Und ich meine, wenn ein Krieg oder eine kriegerische Auseinandersetzung beginnt oder schon ein Konflikt, das Erste, was stirbt, ist eigentlich immer die Wahrheit. Und das ist irrsinnig schwer herauszufinden. Was wir jetzt recherchieren konnten, und ich denke, auch darauf kann man sich mal jetzt auch akquirieren oder sag mir das deutsche Wort, weil wir immer auf Englisch hier recherchieren. Also darauf kann man jetzt mal zurückgreifen, dass die Hamas schon sehr stark mitorganisiert hat, zumindest beim ersten Mal, dass auch Qassam-Kämpfer der Hamas, also der militärische Arm der Hamas, unter den von Israel Erschossenen waren. Und da gibt es unterschiedliche Zahlen. Die Hamas selbst gibt zu, es waren 5 Qassam-Kämpfer. Israel sagt, es waren 10. Also so nur friedlich Protestierende gab es da in Gaza und gibt es nicht. Es gibt aber doch auch sehr viele sehr unzufriedene Jugendliche, die jetzt zum Beispiel beim zweiten Mal die Reifen an den Zaun gebracht haben. Und da steckt nicht jedes Mal die Hamas dahinter. Das kann man jetzt auch nicht sagen. Und das sind garantiert auch nicht alle Qassam-Kämpfer, sondern in Gaza sind die Zustände, und darüber berichten wir ja regelmäßig, derart schlimm und inhuman. Also ich meine, kein sauberes Wasser, nur noch sehr wenig Strom. Den Menschen geht es elendig. Und sie protestieren natürlich auch, um international gesehen zu werden, aus Verzweiflung. Ja, und da
möchte ich ein bisschen anknüpfen mit der Frage von Stefan Niemeyer, die uns erreicht hat, eben nach der Frage, die Frage nach der Hamas. Also er fragt, wird sie von europäischen Ländern als Terrororganisation angesehen? Ganz klar, von der EU und den USA. Und ist sie es, die die Proteste organisiert? Ja, wir haben es schon gesagt, die Hamas ist sicherlich momentan die zentrale treibende Kraft hinter diesen Protesten, aber man muss da schon auch noch ein bisschen differenzieren. Dieser Marsch der Rückkehr, die Idee dazu und die erste Initiierung der Proteste und die Organisation zum Beispiel auf mehrere Zeltlager, die am Grenzzaun momentan sind, das ging nicht von der Hamas aus, sondern das waren eher politisch unabhängige palästinensische Internetaktivisten zum Teil. Es wird immer Gaza gesagt, das sind die jungen Leute. Naja, so jung sind die jetzt auch nicht mehr. Aber die waren es eigentlich, die die Idee dazu hatten, hier zu protestieren. Und die Hamas hat dann schon Wochen vor dem ersten Protest das Ganze begonnen zu vereinnahmen, kann man sagen, ist aufgesprungen auf diesen Protestzug, um da im Bild zu bleiben. Das hat man dann auch am Karfreitag beim Auftakt der Proteste gesehen. Also da war die gesamte Hamas-Führung in Gaza mit den Familien dabei bei den Protesten. Das sollte ein Signal sein. Und das war auch ein Signal an die ganze Bewegung, auch ein organisiertes Signal, muss man sagen. Da sind also die Anhänger der Hamas auch mit Bussen an die Grenze gebracht worden. Aber auch dann noch mal einmal weiterdenkend, wenn 50.000 Leute am Karfreitag auf der Gaza-Seite der Grenze protestieren, dann sind das nicht alles Hamas-Anhänger, genauso wie es die 2 Millionen Bewohner des Gazastreifens nicht alle sind. Das haben ja auch die Umfragewerte der Hamas vor Beginn dieser Proteste gezeigt, dass sie also stark an Rückhalt verloren hat. Der Hauptgrund dafür, dass Leute bereit sind, an die Grenze zu gehen, dort eben zum Teil auch ihr Leben zu riskieren, liegt sicherlich, das wurde ja auch schon angesprochen, in den desaströsen Lebensbedingungen der Menschen dort. Wir haben ganz oft darüber berichtet, wenige Stunden Strom am Tag, Trinkwasser ungenießbar, 1,3 Millionen der Leute in Gaza sind abhängig von Lebensmittelhilfe jeden Tag. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 60%. Das ist dann vor allem sehr schlimm und sehr traurig, wenn man bedenkt, dass ja die Hälfte der 2 Millionen Menschen, die dort leben, unter 18 sind, 18 und jünger. Und ich glaube, auch das muss man sehen. Diese Proteste verdeutlichen aus meiner Sicht einmal mehr, wie dringend es eine Lösung für Gaza braucht, sonst werden wir da immer wieder eine Eskalation der Gewalt erleben. Und da will ich jetzt die Schuldfrage einfach wirklich an der Stelle mal ausklammern. Und dass diese Lösung aus meiner Sicht eben ganz zwingend auch politisch sein muss. Weil ich es ja auch interessant finde, immer der Marsch der Rückkehrer. Diese Menschen haben vor 70 Jahren ihre Dörfer verlassen, wurden vertrieben. Diese Dörfer existieren zum Teil ja in dieser Form gar nicht mehr. Sie leben in Flüchtlingslagern, mit denen wir in Europa gemeinhin Zeltstädte assoziieren. Aber das sind hier schon wirklich befestigte Wohngebiete. Ja. Und wohin sollen sie denn zurückkehren? Das ist die ganz große Frage. Also ich denke, es geht den Menschen vielmehr darum, wie du sagst, auf ihre elendigen Lebensbedingungen aufmerksam zu machen und nicht darum, denn so realistisch sind 99% tatsächlich in dieses Dorf oder nach Jaffa zurückzukehren, wo sie vor 70 Jahren verlassen haben. Es gibt hier eine Frage von Gabriel, sollen wir die mal nehmen? Scharfschützen töteten nun weit hinter dem Zaunbereich einen palästinensischen Journalisten. Was bedeutet dies für die Pressefreiheit? Ja, also die Pressefreiheit im Gazastreifen ist natürlich sowieso so eine Sache, der Gazastreifen, der kontrolliert wird von der radikal-islamischen Hamas. Und natürlich können die palästinensischen Kolleginnen und Kollegen dort nicht frei arbeiten. Das ist jetzt sicherlich nicht schon die Antwort, mit der Gabriel so ein bisschen gerechnet hatte. Und natürlich bleibe ich da auch nicht stehen. Der Verband der Auslandspresse hier in Israel und die Organisation Reporter ohne Grenzen fordern eine unabhängige Aufklärung dieses Vorfalls. Was ist da passiert am vergangenen Freitag? Ein palästinensischer Pressefotograf, der auch als solcher gekennzeichnet war, eindeutig so zu erkennen war. Die Frage ist natürlich immer noch, war da dichter Rauch in dem Moment? Aber dann kann man auch die Frage stellen, wenn dichter Rauch ist und die Scharfschützen keine freie Sicht haben, sollen sie dann überhaupt schießen? Der Mann, 30 Jahre alt, wurde in den Bauch getroffen, ist dieser schweren Verletzung dann später erlegen. Israels Verteidigungsminister hat mittlerweile gesagt, der Mann war Teil der Qassam-Brigaden, also des militärischen Arms der Hamas, und setzte eine Drohne ein. Eine Drohne hat er wohl auch eingesetzt, und es gibt auch Berichte darüber, dass er eine Nähe zu diesen Qassam-Brigaden hatte. Weil er die Erlaubnis hatte, eine Drohne fliegen zu lassen im Grenzbereich von Seiten der Hamas-Qassam. Ja. Und diese Erlaubnis gibt es ja sonst auch nicht. Also wenn unsere eigenen Kameraleute so nahe hingehen würden, dann wäre längst da auch schon die Hamas da. Das darf man nicht vergessen. Der Vorfall mit dem Journalisten passt natürlich eigentlich zu einer auch sehr gut übergeordneten Frage, nämlich der nach der Verhältnismäßigkeit des israelischen Vorgehens da.
Also mehr als 30 Tote nach 2 Wochen Protesten, 2700 Verwundete, davon viele hundert alleine mit Schusswunden. Rechtfertigt die Verteidigung der Grenze den Einsatz scharfer Waffen gegen Steine und Molotow-Cocktails? Diese Frage steht über allem. Und diese Frage spiegelt sich auch ein bisschen wieder in einer WhatsApp-Frage von Danae Panissier, die uns aus Stuttgart erreicht hat, diese WhatsApp-Frage. Und die spielen wir jetzt an dieser Stelle einmal zu. Vielen Dank für diese Gelegenheit. Unverhältnismäßige Maßnahmen gegen Proteste legitimiert die israelische Regierung ja mit einem illusorischen Sicherheitsbegriff. Denken Sie, dass der steigende Druck auf eine Lockerung dieses Begriffs hinwirken kann, oder kann es erst eine verantwortliche Politik nach der Administration von Netanyahu und Lieberman geben? Was denken Sie? Vielen Dank. Ja, also ich kann gleich mal erstmal Danke sagen für diese Fragen. Ja. Und an der Stelle, Sie werden immer wieder jetzt auch eingeblendet eine Telefonnummer sehen, unter der Sie uns über WhatsApp erreichen und eben auch Fragen stellen können. Und natürlich auch auf den anderen bekannten Kanälen, das ist der Live-Chat des ARD-Studios Tel Aviv, bitte Fragen. Also der illusorische Freiheits-Sicherheitsbegriff ist natürlich, das muss man sagen, für die Israelis, die im Grenzgebiet des Gazastreifens liegen, alles andere als illusorisch. Da entsteht natürlich auch ein hoher Druck auf die israelische Politik, hier Durchbrüche durch die Grenze auf gar keinen Fall zuzulassen. Diesen Druck muss man sehen. Und auch aus Angst, dass Terroristen kommen. Genau, ja, die Leute haben Angst um ihre Sicherheit. Ja, es sind ja nicht alles Rückkehrer. Ja, genau. Also man hat Angst vor Terror, um es ganz klar zu sagen. Absolut. Und die Leute haben Angst um ihre Sicherheit. Und natürlich beeinflusst das auch zu Recht, und das ist der Auftrag der Politik, die Politiker hier in Israel. Sicherlich ist es so, dass die momentane Regierung grundsätzlich auf einen sehr harten Umgang setzt mit den Palästinensern, auch auf einen harten Umgang an der Gaza-Grenze. Es gibt allerdings momentan auch Versuche, ich würde es mal umschreiben, mit den Druck aus dem Kessel zu nehmen. Das israelische Militär hat jetzt für die nächsten Wochen angekündigt, dass die Fischereizone des Gazastreifens erweitert wird, dass also die Fischer weiter rausfahren können aufs Meer. Das ist für Gaza ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Und ich glaube, das ist bewusst gedacht als Signal sozusagen, um ein bisschen den Druck rauszunehmen. Die Frage nach dem, ob eine andere Regierung sich anders verhalten würde, ich glaube, das lässt sich nicht wirklich abschließend beurteilen. Aber jede andere Regierung müsste auch mit dem Druck der Israelis zurechtkommen, mit der großen Sorge um die Sicherheit. Also eine Grenzsicherung wäre eben auch für jede andere Regierung eine große Herausforderung. Ich habe mich mit einem israelischen Militärexperten unterhalten, schon vor längerer Zeit. Und was der mir gesagt hat, das fand ich eigentlich eine sehr gute Beschreibung. Er sagte mir: Susanne, weißt du, Israel hat mit Gaza ein Sicherheitssystem geschaffen, aus dem Bedürfnis heraus, Terror abzuwehren, aus der Angst heraus, dass es Angriffe gibt gegen den israelischen Staat. Und auch die Hamas stellt ja ganz klar das Existenzrecht Israels in Frage. Aber ein Sicherheitssystem geschaffen, das den Faktor Mensch nicht mehr berücksichtigt. Es kann kein humanitäres mehr sein. Und so sieht es jetzt im Moment ja auch aus. Israel sagt, wir verteidigen diesen Zaun, dieses Gefängnis, das wir da geschaffen haben, mit allen Mitteln, die wir haben. Und wie soll man dann jetzt mit Menschen umgehen, wenn sie zu Hunderten diesen Grenzzaun stürmen? Ja, darauf scheint die Armee keine Antwort zu haben. Aber vielleicht muss man die Armee da auch ein Stück weit in Schutz nehmen. Denn es ist nicht die Aufgabe der Armee, darauf eine Antwort zu haben. Sondern der Politik. Genau. Also man sieht hier einmal mehr, was eben passiert, wenn Politik, und ich glaube, das können wir jetzt wirklich in dem Moment auch mal von Israel lösen. Man sieht, was passiert, wenn Politik Aufgaben nicht lösen kann und sie dann bei Instanzen landen, die dafür nicht geeignet sind. Gaza ist jetzt 11 Jahre abgeriegelt, auch von Israel abgeriegelt, auch von Ägypten abgeriegelt. Die Menschen in Gaza sind auch Opfer der eigenen palästinensischen Politik von Hamas und Fatah, die nicht in der Lage sind, ihren Bruderkampf endlich beizulegen und ihn auf dem Rücken der Bevölkerung dort austragen. Mahmoud Abbas, der harte Sanktionen über den Gazastreifen verhängt hat als Palästinenserpräsident. Alle zusammen sind an der politischen Lösung so weit gescheitert. Und an der Stelle möchte ich jetzt gerne eben auch noch mal eine Frage aufgreifen. Ja, ich würde aber ganz kurz den zweiten Teil der WhatsApp-Frage noch ansprechen, weil die Dame fragt ja, ist das erst nach Netanyahu möglich? Ja. Und ich denke, da muss man ganz klar sagen, Netanyahu ist ein Hardliner, der immer schon auch nur ganz klar stand für Sicherheitsinteressen in den Vordergrund stellen. Aber was nach ihm kommt, sieht ja nicht so aus, als wären da jetzt Politiker, die sagen, wir nur noch mit friedlichen Mitteln. Ja? Ganz im Gegenteil. Und das Sicherheitsthema ist ja auch das Thema, mit dem in Israel Wahlen entschieden werden. Das muss man auch klar sagen. Die Leute treffen ihre Wahlentscheidung, und ich kann das sehr gut nachvollziehen,
auf Basis der, also Sie beantworten für sich die Frage, ja, kann dieser oder jener Kandidat oder Kandidatin ein starker Anführer, starke Anführerin sein? Und das ist der Markenkern von Netanyahu, mit dem er bisher punkten Was kann. Was im Moment ja sogar dazu führt, dass er wiedergewählt würde mit Mehrheit nach diversen Umfragen, obwohl er in Korruptionsermittlungen, Korruptionsverfahren steckt. All diese Dinge. Aber wir haben jetzt morgen in Israel Holocaust Memorial Day. Und das führt mich auch dazu, noch mal darauf hinzuweisen, dass ja auch für die Staatsgründung von Israel vor 70 Jahren nach der Staatsgründung ganz klar das Ziel war, nie wieder Holocaust. Nie wieder gehen wir wie die Lämmer zur Schlachtbank. Ja. Wir haben jetzt unseren eigenen Staat, wir verteidigen den. Und es gibt da ja auch Grund. Und das ist, glaube ich, die DNA auch vieler Menschen hier. Und das darf man nicht vergessen. Das ist wichtig fürs Verständnis. Das ist extrem wichtig fürs Verständnis. So leben diese Menschen hier. Dieses Trauma tragen eigentlich alle in sich, auch an die nächsten Generationen. Sie machen auch in der Schule, sie werden nach Auschwitz geführt, sie wissen, was da stattgefunden hat, und das wollen sie sich nicht mehr gefallen lassen. Und das muss man im Hinterkopf immer mitschwingen lassen, wenn man das Vorgehen Israels bewerten möchte und verstehen möchte zu einem Stück weit. Ich möchte die nächste Frage nutzen, um territorial zu springen sozusagen. Katharina fragt, inwiefern die Proteste am Gazastreifen oder an der Grenze zum Gazastreifen auch auf das Westjordanland übergreifen könnten. Momentan hat es nicht den Anschein. Nein, es ist ja sogar ganz interessant, dass Abbas, Fatah, die PLO, die im Westjordanland regiert und ja auch ganz klar in einem Bruderkampf mit der Hamas steckt, auch wenn es in den letzten Monaten immer wieder Hinweise gab, dass man sich einigen möchte. Man hat es bis dato nicht wirklich geschafft, sich zu einigen, dass Abbas sich sehr ruhig verhält. Es gab auch keine Solidaritätskundgebungen im Westjordanland. Abbas, ganz im Gegenteil, habe ich den Eindruck, hofft gerade darauf, dass er die Hamas in Gaza, jetzt fallen mir wenig nette Begriffe ein, aber dass er sie los wird in Gaza, wenn der Druck nur stark genug ist auf die Bevölkerung, dass sich dann nämlich die Proteste gegen die Hamas wenden. Abbas hat vor wenigen Tagen auch in Richtung Ägypten gesagt. Ägypten hat ja die andere Grenze zu Gaza vermittelt, auch immer wieder versucht zu vermitteln. Und er hat ganz klar gesagt, jetzt seht ihr doch, wie wichtig es ist, dass die Fatah Gaza wieder übernimmt. Also er erhöht diesen Druck auf die Menschen noch. Er kann auch wieder den Strom mehr abdrehen, was er immer mal wieder gemacht hat. Er kann anfangen, die Wasserrechnungen nicht zu bezahlen. Momentan sieht es eigentlich eher so aus. Aber kein Übergreifen auf die Proteste in der Westbank. Nein. Und ich glaube auch, dass man so gar nicht mehr vom Westjordanland sprechen kann. Da gibt es Orte, in denen es den Menschen ökonomisch besser geht als in anderen. Und ich glaube, auch das hat großen Einfluss darauf, wie groß irgendwo das Unruhepotenzial sein könnte. Das ist sicherlich aber auch etwas, diese Einschätzung, die wir jetzt machen, ist auf den Moment bezogen. Das Absolut. Kann sich also in den nächsten Wochen sicherlich noch mal verändern. Absolut. Peter, finden Sie die aktuelle deutsche Außenpolitik in Bezug auf Siedlungen und Grenzen friedensfördernd? Ich würde eher sagen, die Politik ist friedensmahnend, aber sie wird nicht gehört. Fangen wir mal mit den Siedlungen an. Deutschlands Haltung zu den Siedlungen ist bekannt. Man sieht sie als völkerrechtswidrig an, man sieht sie als Hindernis für die Umsetzung einer Zwei-Staaten-Lösung an. Und diese Zwei-Staaten-Lösung ist weiterhin das, was deutsche Außenpolitik hier in der Region anstrebt. Auch wenn man sagen muss, man war eigentlich nie weiter davon weg wie jetzt. Die Zwei-Staaten-Lösung ist Stand jetzt momentan klinisch tot. Aber sie wird vom Westen, auch von den Vereinten Nationen unter anderem und von Deutschland eben immer wieder eingefordert, weil sie, und diese Einschätzung kann ich nachvollziehen, als eigentlich vernünftige Option angesehen wird. Die Siedlungen sind völkerrechtswidrig, muss man sagen. Sie sind das bekannte Hindernis. Deutschland sagt das immer wieder. Aber die Bundesregierung merkt ja eigentlich auch, dass diese Botschaft hier in Israel auf sehr taube Ohren stößt und nicht gehört wird. Und vielleicht müsste man da deutlicher werden, müsste das den israelischen Partnern auch immer wieder mehr in Erinnerung rufen. Beim letzten Besuch des deutschen Außenministers ist mir das ein bisschen untergegangen, muss ich sagen, weil Heiko Maas hat da ja immer nur von unterschiedlichen Auffassungen gesprochen. Und ich finde, das ist eigentlich selbst für einen Chefdiplomaten ein bisschen zu zurückhaltend, denn wenn etwas völkerrechtswidrig ist, dann ist das eigentlich keine unterschiedliche Auffassung. Wen nehmen wir jetzt? Ich nehme den Johannes Hagenlocher. Ist die rechtsorientierte Regierung in Israel mit den verschiedenen Interessengruppen ein großes Problem für die Lösung des Konfliktes?
Ich denke, das haben wir teilweise schon beantwortet. Es ist definitiv so, Johannes, dass Netanjahu ja mit der Siedlerpartei und mit den Ultrareligiösen in einer Koalition ist, dass er sich auch immer mehr von den seinen Koalitionspartnern unter Druck setzen lässt. Und wie der Name schon sagt, die Siedlerpartei vertritt die Interessen der Siedler. Wir haben gerade darüber gesprochen, die Zwei-Staaten-Lösung ist mit dem zunehmenden Ausbau der Siedlungen in keinster Weise zu vertreten. Und die Ultrareligiösen, kann man sich auch vorstellen, dass die eben jetzt nicht unbedingt diejenigen sind, die hier mit einer Friedensfahne nach Gaza gehen. Nein, also man muss tatsächlich sagen, dass diese Kräfte, die da angesprochen sind in der Regierung, kein Problem für die Lösung des Konfliktes sind. Sie sind eigentlich die personalisierte Verhinderung einer Lösung des Konfliktes, denn da wird ja unter anderem darüber gesprochen, das Westjordanland zu annektieren, also das, was Israel eben mit Ostjerusalem schon gemacht hat. Und das wäre dann tatsächlich der komplette Tod für die angedachte Zwei-Staaten-Lösung und damit meiner Meinung nach auch das Ende irgendeiner Art von Lösung. Das wird das Ganze nur verschärfen. Jetzt haben wir angesprochen, die Proteste sollen weitergehen bis zum 14. Mai, bis zum 70. Jahrestag der Staatsgründung Israels. Und am 14. Mai soll noch etwas anderes passieren. Da möchte nämlich der Mann, der in Washington im Moment das Sagen hat, die amerikanische Botschaft, zumindest Teile davon symbolisch von Tel Aviv nach Jerusalem umsiedeln, soll heißen, er erkennt damit Jerusalem jetzt auch ganz, ganz offiziell als israelische Hauptstadt an. Die Palästinenser wollen aber genau eben auch Jerusalem dann als ihre Hauptstadt, wenn es zur Zwei-Staaten-Lösung kommt. Auch das ist natürlich ein großes Problem hier und ich fürchte, dass wenn der Umzug der Botschaft stattfindet, dass wir dann nochmal eine ganz andere Protestwelle erleben und dass die dann durchaus auch im Westjordanland stattfinden könnte und eben nicht nur in Gaza. Das ist ganz gut, dass wir jetzt auf dieses Thema noch kommen, denn wir haben ja vorhin darüber gesprochen, warum protestieren die Menschen in Gaza und wogegen protestieren sie? Ich glaube, wenn ihre Lebensbedingungen besser wären, wäre das Rückkehrrecht für palästinensische Flüchtlinge für sie kein zentrales Demonstrationsmotiv. Aber ich war ja in Gaza auch in der vergangenen Woche und habe mich mit vielen unterhalten und etliche haben mir immer wieder gesagt, wir protestieren auch deswegen, weil die US-Botschaft verlegt werden soll, weil die USA Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen. Also das ist tatsächlich etwas, was eben diese Proteste auch mit ausgelöst hat. Und was ich sehr spannend finde, die letzten 2,5 Jahre bei Reisen nach Gaza, erst vor relativ wenigen Monaten haben die Menschen in Gaza damit begonnen, in die Kamera offen zu sagen, dass sie die Hamas nicht gut finden. Sie haben bis zu diesem Zeitpunkt sich nicht getraut, gegen die Hamas zu sprechen. Es hieß immer, Israel ist an allem schuld, was uns hier passiert. Oder vielleicht noch der Bruderstreit zwischen Fatah und Hamas. Aber sie haben sich einfach nicht getraut, weil die Hamas ja auch Menschen mal von der Straße wegnimmt, ins Gefängnis steckt, foltert, verschwinden lässt, was auch immer. Ich meine, das ist ja kein Rechtsstaat in Gaza, kann man überhaupt nicht sagen. Und trotz dieser Situation fingen jetzt junge Leute an, ganz offen zu sagen, wir sind gegen Hamas. Hamas ist hier unsere Regierung und wenn es hier nicht funktioniert und wenn es uns hier so elendig geht, dann sind die definitiv zumindest zu einem großen Teil verantwortlich. Und jetzt stelle ich mir eben die Frage, wie geht's weiter? Hat die Hamas durch diese Proteste und auch durch die Reaktionen der israelischen Armee jetzt die Leute wieder eher hinter sich? Oder aber droht der Konflikt sich irgendwann mal auch gegen die Hamas zu wenden? Und ich denke, das weiß die Hamas selbst im Moment nämlich auch nicht. Sie hat jetzt die Protestanten aufgerufen, sich eher friedlich zu verhalten. Es heißt, dass auch beim zweiten Freitag die Hamas weniger mitorganisiert hat. Es waren da auch weniger dann Qassam-Kämpfer, von denen man deutlich wusste, offenbar, dass sie den Qassam-Brigaden angehören, dabei. Also auch die Hamas scheint ein bisschen Angst zu haben, dass sie die Herrschaft über diese protestierenden Jugendlichen verliert und dass sich das dann wieder gegen sie wenden könnte. Also ich habe mich in der vergangenen Woche, als ich in Gaza war, auch mit einem Politologen dort unterhalten, den ich schon lange kenne, wie ich finde, intimer Kenner der palästinensischen Politik, der eben auch sagte, Hamas ist bisher der große Gewinner dieser Proteste. Weil es dazu führt, dass die Leute jetzt eher ihren Frust gegen Israel richten, die Reihen sich schließen und Hamas wieder etwas zumindest punkten kann in den Sympathiewerten. Eine Bewegung also, die vorher in Gaza, weil es ihr nicht gelungen ist, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern, an Rückhalt verloren hatte.
Und ich glaube, dass Hamas auch genau deswegen gerade ein großes Interesse daran hat, diese Form des Protestes, diese für sie selbst neue Form des Protestes, weiter fortzusetzen und dass wir das auch in den nächsten Wochen erleben werden, dass also weiterhin die Bewegung versuchen wird, ihre Anhänger zu mobilisieren. Und ich glaube, und da schließe ich an und stimme auch zu, dass Hamas auch ein großes Interesse daran hat, dass diese Proteste in ihren Augen weiter friedlich verlaufen. Ein Hamas-Politiker hat mir auch gesagt, das ist jetzt der Krieg der Bilder. Und den kann Israel nur verlieren. So sieht die Hamas das. Und deswegen werden diese Proteste, glaube ich, so weitergehen, wie wir sie jetzt eben auch zuletzt erlebt haben. Können sich trotzdem ganz schnell auch gegen Hamas wenden. Das. Knut, werden die tödlichen Schüsse israelischer Soldaten auf Demonstranten auf dem Gebiet des Gazastreifens politische Konsequenzen in Israel haben? Nein. Nein, im Moment sieht das absolut nicht so aus. Nein, also das sehe ich gerade auch nicht so. Wie könnte Israel sich anders verteidigen als mit Schüssen? Das möchte Bastian Witte wissen. Und das, finde ich, ist eine gute Frage. Denn eigentlich kennen wir ja dieses Phänomen von Massenprotesten, nicht nur aus Israel, aber es muss halt nicht zwingend scharf geschossen werden. Israel hat auch andere Mittel und Israel setzt diese anderen Mittel auch ein. Tränengas zum Beispiel, viele der Verletzten haben auch Tränengasvergiftungen, kann man da glaube ich sagen, sagt man glaube ich, erlitten. Gummigeschosse werden auch eingesetzt, wobei man aber sagen muss, diese Gummigeschosse können auch schwere Verletzungen zur Folge haben. Wasserwerfer waren im Einsatz. Oder Schüsse mal, ich sag's jetzt mal ganz brutal, in die Beine. Warum denn in den Bauch oder in... Ja, wobei ich habe im Krankenhaus in Gaza, ich habe ja dort auch Verletzte gesehen, auch gesehen, was passieren kann, wenn man auf die Beine schießt, weil da waren eben auch Leute, die große Blutverlust hatten. Also sagen wir mal, das möchte ich ganz klar sagen, ich bin komplett gegen scharfes Schießen auf Menschen und auf Demonstranten. Nur, das ist eben die Frage, man lernt ja eigentlich dann zuerst nicht gerade einen tödlichen Schuss zu setzen. Ich glaube, Israel möchte unbedingt verhindern, dass in großer Zahl Menschen durch die Grenze kommen. Ja. Zum einen aus Sicherheitsgründen, und die sind vielleicht auch wirklich in allererster Linie zu sehen. Aber was wäre denn dann, wenn auf einmal mehrere hundert, vielleicht mehrere tausend Menschen, vielleicht auch komplett friedlich, auf der israelischen Seite der Grenze stehen würden? Was würde man da machen? Wie gesagt, es gibt keine politische Lösung. Genau. Und das Militär führt aus, was die Politik vorgibt. Und das ist im Moment einfach die Umzäunung Gazas. Wir waren bei der Frage, wie könnte sich Israel anders verteidigen? Ich erinnere mich, ich sehe sie hier nicht mehr, aber es war noch eine andere Frage da, die in die gleiche Richtung geht von Gabriel, der sagte, Gandhi hat doch absolut mit friedlichen Mitteln es geschafft, eigentlich eine Revolution anzuzetteln. Gibt es einen Gandhi in Israel oder in den palästinensischen Gebieten? Da habe ich mir auch lange Gedanken drüber gemacht. Ich sehe im Moment keinen Gandhi. Und ich sehe es auch deshalb nicht, weil eben wir ja anfangs auch schon besprochen hatten, Israel ein ganz anderes Trauma hat und eben sagt, wir hatten die Holocaust-Opfer, 6 Millionen Menschen verloren, weil sie nicht aus israelischer Sicht, weil sie sich nicht genügend gewehrt haben. So, und jetzt eben verteidigen wir, was wir haben. Ja, und ich glaube, dass momentan auf beiden Seiten es einen großen Mangel gibt an charismatischen Politikern, die auch in der Lage wären, im eigenen Lager die Leute wieder davon zu überzeugen, dass es eine Chance auf Frieden gibt. Denn das ist, glaube ich, etwas, woran einfach viele haben die Hoffnung darin aufgegeben. Und das ist momentan ein großes Problem in diesem Konflikt. Und die Palästinenser haben auch keinen Gandhi, um es mal so zu sagen. Beiden, man kann das nicht immer nur den Israelis, sondern da gibt es das Kind ganz genauso wenig. Wir haben noch einige Fragen. Wir können auch ein bisschen länger noch machen, denke ich. Leon, wie wird der Militäreinsatz in Gaza im israelischen Militär aufgenommen bzw. diskutiert? Das würde mich auch sehr interessieren. Ja, mich auch. Also man wäre ganz gerne mal dabei, wenn die abends in der Kaserne darüber reden. Ja. Mir ist zumindest nicht bekannt, dass es in der Armee kontrovers diskutiert werden würde. Das muss ich sagen. Aber wir haben diese Woche einen Vorfall gesehen, der gezeigt hat, dass die Armee weiter sehr hohe ethische Standards setzt und die auch eingehalten wissen will. Ein Video machte, weltweit kann man sagen, Furore, ein Video, das vermeintlich zeigte, wie ein Palästinenser während der Proteste niedergeschossen wird und israelische Soldaten ihn als Hurensohn beschimpfen und jubeln über diesen Schuss. Die Armee hat das dann untersucht. Das Video ist alt, wurde schon im Dezember vergangenen Jahres aufgenommen, zeigt aber eben auch das, was zu sehen ist. Also ein Palästinenser wird niedergeschossen. Die Armee sagt, damals waren dort Unruhen und das war einer der mutmaßlichen Redelsführer. Auf den haben wir geschossen, ihn in den Beinen getroffen und verletzt.
Und die, die da jubeln, sind Soldaten. Sie sind nicht an der Position des Schützen, also das wurde von einer anderen Stelle aufgenommen. Okay. Aber es sind Soldaten und die Armee hat gesagt, das geht so nicht. Das ist nicht unser Kodex, das ist nicht die Armee, die wir wollen. Und es wird gegen diese Maßnahmen, die Soldaten, soll es disziplinarische Maßnahmen geben, das ist zumindest angekündigt. Sollen wir noch eine nehmen? Louis Umhau-Gundelfingen, kann die Räumung der israelischen Siedlungen in Gaza als Vorbild für mögliche Räumungen von Siedlungen im Westjordanland sein? Nein. Nein. Ja, das wäre die sehr kurze Antwort. Die etwas längere ist, es gab in Gaza bei weitem erstens mal nicht so viele Siedler, ja. Es waren Tausende und nicht wie wir es jetzt haben, Hunderttausende. Und Gaza wurde damals eben strategisch übergeben, ja, im Laufe eines Friedensprozesses, von dem man gedacht hat, dass er vielleicht noch weit führen könnte. Die Situation ist mittlerweile eine vollkommen andere. Ja, und eine Räumung von Siedlungen im Westjordanland im Rahmen eines Abkommens mit den Palästinensern ist in Israel momentan, das muss man klar sagen, politisch kein Thema. Wir haben schon 2 Minuten überzogen. Genau. Wir bedanken uns sehr für Ihr Interesse an Israel, Gaza, den palästinensischen Gebieten. Und wir werden sicherlich im Laufe der nächsten Wochen wieder darüber diskutieren. Sie haben es ja schon gehört, das ist eben auch jetzt weiterhin sehr, sehr spannend und auch hochbrisant, was sich noch vor den Feierlichkeiten, so 70 Jahre Israel, tun wird. Vielen Danke Dank fürs dabei sein.